das bei der Windmühle mal von oben an. Und Ed kommt mit. Oder Ed? Definitiv. Okay, Leute. Ein Käufer kommt uns besuchen. Na und? Also sollten wir wie Profis aussehen. Ich will Patrouillen. Zweiergruppen. Los jetzt. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Gut. Ja, ihr habt es mitbekommen in der letzten Folge. Ich habe mich mal ein bisschen in den Freitod gestürzt und hab's irgendwie, ja, war nicht clever. Argo, dürfen wir noch mal ran. Das ist hoch, oder was? Was sagst du jetzt? Ich hab da was gesehen. Hast du nicht. Seit wann müssen wir den Eindruck schinden? Hey, habt ihr da schon nachgesehen? Da was? Hände! Na gut. Wir sind sicher, dass wir jetzt hier sind. Ja, das hat sich. Ja, dieser scheiß Geistag, ernsthaft jetzt. Ich war doch schon fertig. Ich war doch fast fertig. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Okay, es gibt wohl mehrere Optionen. Ja. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Naja. Ach, geh doch mal da hoch. Ich ärgere mich gerade, weil ich das eigentlich das Thema schon durch hatte. Oder? Definitiv. Okay, Leute, ein Käufer kommt uns besuchen. Genau. Aus Patrouillen. Zwei. Los jetzt. Ja, wir kennen das ja. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Das ist total toll. So, den haben wir als erstes geholt. Jetzt werden wir mal das jetzt auch wieder tun. Ich werde die nur kurz ins Schlummerland schicken. Ich werde die jetzt nicht festnehmen dauernd. Weggenommen. Was ist das? Das hätte total toll, wenn die Kay in dem Moment, wo ich das Ding werfe, darüber rennt. Das heißt, Argo, der. Wollen wir den zweiten gleich mitholen? Oh, verdammt! Halt!
lock die ja bewusst gerade ein bisschen an. Runtergesprungen, Mann. Hier drüben. Tschüss. Ja, Kay rennt aber auch da noch super kräftig drin rum. Da drüben. Ja, ich hoffe, dass die mich gleich ein bisschen... Ich will den ja auch mal festnehmen, den Typen. Ist also der nicht, aber der da mit den Handschellen. Da ist ja eben schon der letzte Fall. Gute Frage, wo ist der Chef? So. Du bist alleine, mein Freund. Kollege damit rumschleichen. Keine Bewegung. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt sind wir noch der Letzte und dann habe ich sie wieder alle. Ja, eigentlich war es der Plan wirklich, die drei Dinger hier, diese Drogengeschichte. Was? Ach du Säckel. Ja, ja. Hey, das war meine Alligatoren. So, dann habe ich das auch wieder weg.
Okay, so was? Abgelegen, mit Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Faszinierend. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Nimmers, wo ist denn der? So. Dann gehen wir mal rüber zum Sendemast. Das, was Kay vorgeschlagen hat. Das, was wir eben noch dicht gemacht haben. Weil ich ja unbedingt den Freitod wählen wollte. Hey, Tommy, meld dich mal. Das sind Nels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los! Hey. Tommy lebt nicht mehr. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacke. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, willkommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Hm. Na, jedenfalls nicht hier. So, wir haben die Alligatorenfarm abgeschlossen. Haben hier hinten aber wohl noch drei Gegner zum Stadion gelangen. Oh, super, natürlich. Krieg ich die alle drei dort? Nee, ne? Alle weg. So, Duty. Ist das so ein Mac 10? Du hast gar nichts an der Waffe, alles klar. Naja, wir haben sie alle erwischt. Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! So, wir sind jetzt am Stadion. Im Miami Aquatic Stadium. Aber wenn ich ehrlich bin, das machen wir ruhig in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin.